Wir haben ein dramatisches Finale gesehen, ein toller Rahmen, tolles Wetter, viele Zuschauer haben wir hier gehabt und hier bei mir darf ich jetzt begrüßen den Bürgermeister, Herr Paulus Metz, den Reinhold Miesel vom Bayerischen Fußballverband und von der Firma Erhard und Leimer von der Geschäftsführung, den Herrn Thomas Schotter. Ja, Herr Metz, wir haben das Finale heute erlebt, wir haben es gesehen. Ja, es war erstmal, wie Sie gesagt haben, eine super tolle Atmosphäre. Und natürlich spannend, weil es war ja ein Wechsel drin. Am Schluss mit 3-2 hat Leidershofen verloren. Leider verloren, aber es war eine Spannung. Zuerst Führung 1-0, Ausgleich. Also es war einfach ein tolles Erlebnis und ich denke, für jeden Sportler ein tolles Spiel. Herr Schotter von der Firma Erhard und Leimer, erstmal vielen, vielen Dank für Ihr Engagement hier. Sie haben den Spielball gesponsert, FCR-Karten fürs letzte Bundesliga-Heimspiel für den HSV. Und dann natürlich FCR-Trikot. Wir haben wieder Leute glücklich gemacht. Die Leute gehen ins Stadion, unterstützen dann auch noch den FCA. Ja, heute hier haben wir, glaube ich, ein richtig tolles Totopokal-Finale gesehen zwischen dem TSV Leitershofen und dem SV Schwabeck. Schade, dass es die Leitershofener als Heimmannschaft nicht gewonnen haben, aber wir sind ja objektiv, wir sind neutral und mit dem SV Schwabeck hat natürlich vielleicht letztendlich die etwas glücklichere Mannschaft dann gewonnen. Wir haben es das Ganze heute gesehen. Ja, das war eine tolle Sache, das zu sponsern hier. Optimale Bedingungen, toll organisiert, beste Verhältnisse, toller Sport. Große Ehre für uns als Firma Erhard und Leimer mit Stammsitz hier in Leidershofen, das Ganze zu unterstützen. Viel ehrenamtliche Tätigkeit dabei, die das wirklich toll organisiert hat. Und von unserer Seite gerne wieder. Ja, wenn wir das jetzt heute so sehen, Sie haben es gerade angesprochen, viele ehrenamtliche Helfer, die damit anpacken. Die kleinen Kinder machen das Vorspiel. Schreien und peitschen die Mannschaft nach vorne, die Leute verkaufen Getränke, der ganze Verein, der ganze Ort ist auf die Beine. Bekräftigt das dann eine Firma wie Erhard und Leimer, dort zu sagen, da bleiben wir dabei, da engagieren wir uns weiter? Ja, in jedem Fall. Also Erhard und Leimer wird hier weiterhin den TSV Leidershofen unterstützen, das ist klar, das ist keine Frage. Wir werden das auch weiterhin tun im Pokal. Und von meiner Seite natürlich noch Gratulation an die Sieger. Schaut erstmal an der Stelle herzlichen Dank. Reinhold Miesel, er glänzt. Tolle Veranstaltung. Wir haben jetzt schon einige Pokalfinale gemacht zusammen. Ich muss sagen, heute war es überragend. Das Wetter hat mitgespielt. Die Mannschaften haben alles gegeben, obwohl sie ja noch im Wettkampf stehen. Schwabeck spielt nochmal die Meisterschaft und den Aufstieg. Leidershofen muss die Klasse noch schaffen. Und die Jungs hauen sich da draußen rein. Und Zuschauer überragend von beiden Seiten. Resümee, Reinhold Miesel. Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch an den glücklichen Sieger SV Schwabeck und von meiner Stelle an nochmal ganz offiziell. Wie du schon gesagt hast, es war wirklich bewunderlich. Also beide Mannschaften ja noch voll alle Chancen hatten, Schwabeck nach oben, leider Gefahr nach unten und dann so Pokalspiel. Ja, okay, es war natürlich auch ein bisschen dank der Unterstützung von Lotto Bayern ein bisschen was im Raum gestanden. Also ob man jetzt 700 Euro kriegt oder ob man 300 Euro kriegt, ist auch ein bisschen Unterschied. Aber immerhin als kleiner Trost für den Verlierer noch, auch noch 300 Euro. Und natürlich jetzt der Sieger kann sich natürlich dann im Frühjahr dann auf Verbandsebene in einem Heimspiel einen höherklassigen Verein raussuchen. Also das ist, kommt ja auf den SV Schwabeck noch zu. Und ja, von der Organisation ist ja schon alles gesagt worden. Viele fleißige Helfer in Leidershofen. Alles Gute, für dass sie ihr gestecktes Ziel für die Saison erreichen. Und euch von Schwaben sogar nochmal vielen Dank. Oder du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt schon das vierte oder das fünfte, unter meinem Vorgänger schon haben wir das gemacht. Wir beide haben jetzt schon im dritten Jahr miteinander das gemacht und ich denke, das ist eine gute Sache und dass wir das in Zukunft auch so beibehalten. Ja, liebe Fußballfreunde, denke mal, Glückwunsch auch noch an dieser Stelle an beide Mannschaften. Tolle Werbung wieder für den Amateurfußball, hat Spaß gemacht. Da braucht man nicht vor der Glotze bei Sky hocken, da kann man hier nach Leidershofen auf die Alm sich ein Pokalfinale anschauen, macht genauso viel Spaß. Herr Bürgermeister, vielen, vielen Dank, dass Sie vorbeigeschaut haben. War eine tolle Geschichte, Sie sagen es.
Herr Schotter, vielen Dank an Sie und an die Firma Erhard und Leimer. Ich hoffe, vielleicht arbeiten wir nächstes Jahr wieder zusammen, wenn ein Pokalfinale ansteht. Die Fußballer haben es verdient, die brauchen ein bisschen Unterstützung. Reinhold, ich gebe das Dankeschön zurück. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Lotto Bayern und dann bis zum nächsten Finale. Danke.